Als nächstes zu Wort gemeldet ist der Herr Abgeordnete Berlakovic. Nikolaus Berlakovic, ÖVP Burgenland, ehemaliger Landwirtschaftsminister. Danke, Frau Präsidentin, Frau Bundesministerin, Herr Bundesminister, Hohes Haus. Der vorliegende Gesetzesantrag Jahressteuergesetz enthält auch positive Aspekte für die Landwirtschaft, nämlich im Sinne einer Katastrophenvorsorge. Es hat heuer im Winter zwar viel Schnee gegeben, auch in Ostösterreich, jedenfalls aber hat das wenig Niederschlag in Summe bedeutet und das hat sich dann fortgesetzt bis hin zu einer Dürreperiode in den weiten Teilen Österreichs. Wenn man hier die Landkarte sieht, die rot und orange eingezeichneten Flächen zeigen, dass es ein Niederschlagsdefizit von bis zu 100% gegeben hat, beginnend im Mittelburgenland, weite Teile Niederösterreichs, Oberösterreichs, sogar bis Salzburg und Tirol hinein. Und andererseits hat es im Südösterreich, in der Steiermark, in Kärnten, katastrophale Niederschläge gegeben, schwere Überschwemmungen und Ähnliches. Das zeigt, dass die Wetterextreme zunehmen und durch den Klimawandel bedingt noch unsicherer die Situation wird. Und das bedeutet für eine Bäuerin, für einen Bauern, dass sie auf dem Betrieb alles richtig machen kann, aber trotzdem entscheidet die Natur über eine gute oder eine schlechte Ernte. Ich beklage das nicht, aber ich will damit aufzeigen, dass wir vor Jahren begonnen haben, diese Katastrophenvorsorge auszubauen. Nämlich knapp nach dem Krieg wurde die österreichische Hagelversicherung gegründet, um einmal vor Hagelschäden zu schützen. Aber wir haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte diese Katastrophenvorsorge im Agrarbereich ausgebaut. Und zwar sogenannte Mehrgefahrenversicherungen entwickelt. Also nicht nur, dass sich Bauern gegen Hagel versichern können, sondern auch gegen andere Gefahren. Zum Beispiel hat es ein großes Paket im Jahr 1995 gegeben, wo die Hagelversicherung ausgebaut wurde in Richtung einer Frostversicherung, in Richtung Überschwemmung und Sturm, überall, wo eben Ernten betroffen sein können. Wurde aber weiter ausgebaut. Im Jahr 2000 gab es erstmals eine Dürreversicherung, die allgemein gegen Niederschlagsdefizite versichert. 2003 ist dann die Versicherung eingestiegen in Ausfälle im Bereich der Tierhaltung, was eben auch passieren kann. Im Jahr 2006 hat es dann erstmals eine Frostversicherung gegen Weinbau gegeben. 2015 Dürreindexversicherung Grünland, Frostversicherung bei Kernobst. 2015 Tierseuchenversicherung, 2016 Dürreindex Mais, 2017 Dürreindex Weizen und Zuckerrübe bis hin zu Frost im Stein. Warum zähle ich das auf? Weil wir konsequent ausgebaut haben die Versicherung und vor allem die Prämien bezuschusst durch den Bund und auch durch die Bundesländer, weil die Versicherungsprämien für viele Bauern so teuer waren, dass sie sich nicht versichern haben lassen. Kam es dann zu einem Frost oder zu einem Hagel, wurde der Ruf nach dem Katastrophenfonds laut. Und wir haben diese Strategie gewählt, dass der Staat, eben Bund und Land, die Versicherungsprämie bezuschusst und damit die Versicherung leistbar wird für den Bauern. Und wenn dann die Katastrophe eintritt, eben die Versicherung schlagend wird. Und in diesem Sinne war es wichtig, das hier zu tun und diesen Weg auch fortzusetzen. Da geht es darum, dass wir das weiter ausbauen. Ein wichtiger Schritt ist mit der Vereinheitlichung der Versicherungssteuer hier heute getan. Und eine Zahl nur, bis heuer sind die Katastrophenschäden in der Land- und Forstwirtschaft in etwa bei 110 Millionen Euro bisher. Im Vorjahr waren sie in etwa 250 Millionen Euro. Das Jahr ist ja noch nicht zu Ende und daher kann leider noch immer etwas passieren. Daher war das wichtig, das zu machen. Danke an den Finanzminister, hier auch die Bereitschaft, genauso wie die Landwirtschaftsministerin, hier die wichtigen Signale für die Land- und Forstwirtschaft zu setzen, die trotz aller Technologie und aller Digitalisierung, die auch in der Land- und Forstwirtschaft einsetzen, sehr wohl von Wind und Wetter nach wie vor abhängig sind. Ich bringe aber auch einen Abänderungsantrag ein zum Jahressteuergesetz, und zwar Abänderungsantrag der Abgeordneten Karl-Heinz Kopf und Hermann Brückel. Und zwar erläutere ich in den Kernpunkten diesen Abänderungsantrag. Und zwar zum einen geht es um eine Begriffsklärung, dass Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowohl Gutachten machen als auch Bestätigungen ausstellen, und diese Begriffe werden hier geklärt. Der zweite Punkt ist, dass der Begriff, die Bezeichnung des Sachwalters ersetzt wird durch den Erwachsenenvertreter, beziehungsweise dass auch ein Vorsorgebevollmächtigter eingeführt wird. Und letztendlich geht es darum, dass ja die Finanzinstitute verpflichtet sind,
hier diese Implementierung zu ermöglichen. Und um eben Zeit zu geben, soll das mit 1. Jänner 2019 schlagend werden. Ich glaube, der Abänderungsantrag ist den Fraktionen zugegangen. Herzlichen Dank. Das Jahressteuergesetz beinhaltet auch den Ausbau der Katastrophenvorsorge im Agrarbereich und die steuerliche Erleichterung, lobt Nicolas Berlakovic von der ÖVP. Als nächstes hat sich noch einmal Familienministerin Juliane Bogner-Strauß zu Wort gemeldet. Ich lasse Ihnen gemäß § 53 Absatz 4 der Geschäftsordnung vervielfältigen Vorteilen. Im Übrigen ist dieser Antrag auch dem stenografischen Protokoll beigelegt worden.